Ja, Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Lost Judgment mit mir, den Pirates. Wir machen weiter hier mit einer neuen Folge. Heute werden wir Ghost herausfordern. Ein letztes Rennen gegen ihn und dann können wir uns endlich den letzten Macker, schätze ich mal, stellen. Aus dem Weg, Akatsuka, ich bring sie um. Ghost! Immer mit der Ruhe, Ghost. Wenn du jetzt was machst, war es das. Die werden dich verhaften. Das muss ein Irrtum sein. Ich werde Otsuki-kun selbst befragen. Schnauze! Was zur? Wird halt außer sich. Und sogar Siyama-san ist hier. Ghosts zu uns wurden überfallen, ihr Motor geschaut und die Witze hatten nicht den Mumm, ihr Gesicht zu zeigen. Sie haben zugeschlagen, als Ghosts zu uns mit Wartungszeug abgelenkt waren. Sie haben über 10 Motorräder geschlottet. Die gute Nachricht ist, dass die Jungs alles gegeben haben, um Ghosts Motorrad zu schützen. Was denn auch, wer dahinter stecken könnte? Wahrscheinlich waren es die ziemlichen Boy-Typen von dieser Gruppe gegen Motorrad nimmt. Und kurz mal Ghost ein, das Bild eines Familienmitglieds benutzt, um ihn zu drohen. Das hat sie bestimmt wütend gemacht. Wo ist Soyo? Dann haben wir heute ist zu nicht da. Hey! Hey! Wollt ihr gegen mich antreten? Dafür ist nicht die Zeit. Beziehst du dich etwa? Lass mich raten, du kannst nicht gewinnen, also das ist deine Ausrede. Was? Deine Rache an den Typen läuft hier nicht weg. Dafür soll Zeit, aber du musst dein Versprechen mir gegenüber halten. Außer du bist wenig sicher, ob du gewinnen kannst. Na gut, wir machen ein Rennen und zu den Toren der Hölle. Ich lasse dich heulen dort und dann kümmere ich mich um die Typen. Wenn du meinst, dass du das schaffst, dann los. Sehr schön, das war für uns ganz gut. Weil jetzt hat er nicht so eine komplette Gang. Okay. Jetzt haben sie ihn Geist genannt. Ihr habt ihn ja die ganze Zeit Ghost genannt. Warum ist ihn jetzt Geist? Ja. Hey. Warte mal, wo die Klappe, ne? Will sie verarschen? Hallo, ja! Halt ab. Ja, willst du veräppeln oder was? Endlich. 9. Sieben. Alter Schwede. Ja, natürlich, ja. Oh Mensch. Jetzt hör doch mal auf, ja. Wow, oh, nochmal. Oh, sind die nervig. Oh, sind die manchmal nervig. Oh, und die eklig. Ist weg. Oh ja, nochmal zugetreten. Die haben echt einen nervigen Kampfstil. Hey, ja! Als ob! Hör mal auf jetzt, aber. Einfach gar nicht, wie Schaden das macht. Ja, aber wie viel Schaden macht das nicht? Ich bin mir mal nicht sicher. Ist Waffe doch. Ja,
Dritter Motorrad kaputt, ist okay. Na gut, gleich schießt er jetzt, ne? Elektrische, okay, mein Motor ist ganz schön demoliert. Die haben. Okay. Mal gucken, ob ich das schaffe. Oh, das wird spannend. Ah, ja, Kies. Ah, ja, aber so, ja, so schnell kam ich ja gar nicht rüber. Scheiße. Okay, 1000 haben wir irgendwo, okay, 1000. Und dann muss da was passieren. Der will eh gleich zum Angriff ansetzen. Voller Angriff, voller Trick. Ich hab gewonnen. Alter, war es eben nervig. Und der Sieg. I win. Yes. Jage mich. Was? Scheiße. 76 von 100. Das war knapp. Da 5 gebraucht. Oh nein. Oh Gott, da lebt zum Glück noch. Hey. Hey. Alles okay? Ich glaube, das sind die. Ein Helm ist im Eimer. Wow, das habe ich schon mal gesehen. Rachy? Bist du das? Rachy? What? Rachy? Meinst du Rachy Murasaki? Der erste Anführer? Aber... ich dachte, er wäre tot. Rachy-san, ich erwarte es nicht. Das kann nicht sein. Er ist am Leben. Unmöglich! Rachy-san! Nein. Das ist er nicht. Das muss. Dumbass. Ihr Idioten. Rachy Murasaki ist vor einem Jahr gestorben. Er ist in allen Augen gesehen. Ich habe zugesehen, wie mein Bruder gestorben ist. Was ist das? Bruder? Dann... genau, ich bin heute seiner Bruder. Dan Murasaki. Dann hatte ich von Anfang an recht. Du warst es, Dan-kun. Moment. Stimmt. Rachy hat einen kleinen Bruder, der ihm total ähnlich sah. Er heißt Dan. Ich kenne ihn aus der Mittelstufe. Warum ist dein kleiner Bruder denn in Cognito zu Madden Heaven gegangen? Er ist also Rachys dritter Bruder, darum ist er so schnell verrückt. Wie ähnlich an dem legendären alten Anführer sieht. Well, this is great. Die sehen immer noch alle auf die Maske. Obwohl ich sie schon abgenommen habe. Mein Bruder war wohl wirklich beliebt. This is stupid. Das ist okay, das sieht sich gern aus. Ey, was ist denn da?
Das Gesetz von Melton Heaven widerspricht sich selbst. In Wahrheit konnten wir die Zerstörung durch die Typen von der Gruppe gegen Motorrad Gangs sich verhindern. Darum brauchen wir Verstärkung, wenn wir diese Mistkerle wirklich besiegen wollen. Und wer hat in Shinjuku von Kamurocho das Sagen? Die Neon Keen Gang. Was? Zum Glück will sie mit Maiden Heaven zusammenarbeiten. Eine Hand wäscht die andere und ich bin der Anführer. Versteht ihr? Es gibt keine alte Regel, dass er mit dem Rennen, festlegt. Wer das Sagen hat, wer stark ist, hat das Sagen. Wenn wir mit Neon Keen Gang kooperieren, gehört die Unterwelt von Ildinche bald uns. Alle, die mitbekommen wollen, sollen vortreten. Wir sind alle wieder willkommen, die nützlich machen. Gemeinsam errichten wir im Untergrund von Ildincho eine neue Weltordnung mit unserer Macht. Wir steigen in der Welt der Gesetzlosen ganz nach oben. Murasaki-san, ich bin dabei. Beim Rennen bin ich vielleicht nicht der Beste, beim Kämpfen bin ich überragend. Oh nein. Ich auch. Im Straßenkampf kann ich mit Susan aufnehmen. Und wenn du den Bruder des Ersten bist, erobern wir Ildincho. Ich bin auch dabei. Und ich. Hey. Leute, hört auf. Die Neon King hier den Schläger. Macht das nicht. Ihr dürft diesen Typen nicht folgen. Gar nicht gut. Wenn Ghost und deine Leute sich der Neon King Gang anschließen, wird uns da untereinander abgekommen. Aber warum war die Neon King Gang hier? Es ist, als hätten sie nur auf gewartet, dass Ghost jetzt zerschlägt. Ich habe das Gefühl, dass da mehr hintersteckt. Die Gruppe gegen Motorrad geht in letzter Zeit ja so radikal. Hey! Hey! Ghost, oder soll ich über Dan Murasaki sagen? Meinst du nicht, du wirst reingelegt? Was? Überleg mal, die Radikalisierung der Gruppe gegen Motorrad Gangs. Die Neon King Gang kommt nach Ildincho. Das passt zwischen Ghost und Zu. Jetzt hängt noch alles zusammen, ich spür's. Was willst du damit sagen? Was alles geplant war, meinst du nicht? Und ich habe Beweise dafür. Ein Foto? Das Foto habe ich vor dem Büro gegen Motorradgangs aufgenommen. Siehst du den Typen mit Sonnenbrille und Jacke? Er heißt Kasai. Er war früher einer der vier Anführer der King Gangs. Und? Hey. Ist das nicht seltsam? Ihr sollt euch der Neon King Gang anschließen, wenn du die anderen von Maiden Heaven weg seid. Und jetzt zeigt sich, dass es vielleicht ein ehemaliger Offizier der Keen Gang ist, der die Gruppe gegen Motorradkämpfer radikalisiert und euch drängt, um die anzunehmen? Das kann nicht sein. Doch. Meinst du, die Typen von der Neon Keen Gang haben die Gruppe gegen Motorradkämpfer sich benutzt, um die Schalterei bei Maiden Heaven zu provozieren? Damit ihr zu Neon Keen Gang zustößt? Ich fasse es nicht! Vielleicht wusste Neon Keen Gang die ganze Zeit über, wer du bist. Sie wussten, dass du der Bruder des Dinges der Anführers bist, dass viele Leute mitgehen würden, wenn du Maiden Heaven verlässt. By the way. Sayama-san, wissen Sie etwas darüber, wie diese Schläger zur Gruppe gegen Motorradgangs gekommen sind? Nun, das kam durch Otsuki-kun. Otsuki-kun? Das heißt. Otsuki-san, das heißt, dass er auch an diesen Schlamassen beteiligt ist? Stimmt schon, dass er etwas übertrieb. Mein öffentliches Versprechen zu erfüllen. Er wollte alle Motorradgänse in Ildincho ausmerzen. Er glaubten sie wirklich, dass er deshalb mit diesen Schlägern zusammenarbeiten würde? Ja, das glaube ich wirklich. Tatsächlich kann es sein, dass er ORR und die Neon King Gang gemeinsame Interessen haben. Ich habe gehört, dass die Neon King Gang ihr Gebiet nicht vergrößern konnte, weil die Kontrollstruktur so fest in der Ildincho Unterwelt etabliert war. Vielleicht waren deshalb so auf eine starke Macht in Maiden Heaven angewiesen. Statt hätte Maiden Heaven sich mit der Neon King zusammengetan, hätte Otsuki-san was davon. Es würde wirken, als wären die Motorradgänge zerschlagen. Nein, das kann nicht sein. Das würde Otsuki-kun niemals tun. Heißt das, die haben mich die ganze Zeit manipuliert? So ist es. Also wollt ihr euch immer noch mit der Neon King zusammentun? Das ist doch scheiße! Hey! Hey, wo ist denn? Den werde ich zeigen. Verdammt, ihr Idiot. Oh! Du Monster!
Antworten Sie mir! War es die ganze Zeit über Ihr Plan? Wenn Sie nicht antworten, war es das! Are you serious? Hat sie alle ganz allein ausgeschaltet? Hey! Halt! Was willst du damit erreichen, dass du jemanden schlägst, der sich nicht wehrt? Denn der schadet doch nur dir. Mir doch egal! Ich lasse es nicht zu. Du lässt es nicht zu? Ich bin raus, wenn helfen. Ich muss dir nicht mehr gehorchen. Dann halte ich mit Gewalt auf. Dann halte ich mit Gewalt auf. Auch gut, mal sehen, wer von der Stärke ist. Ein Kampf für das Tag. Super. Typen wie du verstehen das also. Eingelegt. Haha. Und rüber mit dir. Oh Gott, bist du nicht. I just checked in with the office. Ich hab mich eben. Those former Kahin gang thugs joined up because of your introduction, it seems. From here on, you're out of the prevention room. And I'll be reporting everything you've done to the authorities. Wait, no, please! Anything but that! I'm begging you! Sorry, but I can't let this go. Damn it! Cooled off yet? Fuck, 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 fuck! How the fuck can I be cool? No matter what I try, it all ends up going to shit! Every fucking time! Look, Danko. Maybe the real trouble here is that you've been living in Reiji's shadow, just like Rina. His shadow? I think I understand why you kept your head down. Dedicated yourself to Maid in Heaven. You were tired of being compared to your brother. Isn't that right? That's why you tried to rise through the ranks in a way that was different from Reiji. In a world of outlaws. You didn't focus on speed like he did. Instead, you used violence. You sure like to talk about nothing, man. I've been a troublemaker since middle school, always in and out of juvie. I've got to admit, just concerned for your future. Back then, being the younger brother ate away at me. Everyone was always all about Reiji-kun this, Reiji-kun that. And in the end, he formed Maid in Heaven and earned the respect of the toughest kids in town. Two of you do bear a strong resemblance. I'm sure everyone saw Reiji in you. Yeah, no shit. One look at my face was all it took for people to treat me like him. You're right. All I've ever been to anyone is a shadow of him. Um mal selbst zu sein, muss er sein Gesicht verbergen. Bei einem Teenager sich nicht leicht. Danko. Whatever people say, you're you. You don't have to live in anyone's shadow. In fact, you've got a light of your own. So why not shine it on the horizon and ride toward a brighter tomorrow? There you go again. Preachy as ever. But yeah, that goes without saying. Hm?
Wo sind Kassa und die anderen hin? Die haben mich weggeschlichen, als ich hinter Otsuki-san war. No way. Verdammt, die sind schnell. Ich frage dann mal nach den Yonkin-Gang. Du willst, was über die New King Gang wissen. Ja, woher kennst du sie? Okay. Vor etwa einem Monat kam einer an, als sie mit einem abhing. Ein Typ namens Koga. Koga kam zu euch? Er meinte, dass unsere vereinbarte Stärke für den Professor das Beste wäre. Eine Opfergabe, hm? Koga wollte sie also beim Professor blüht machen. Was hast du jetzt vor? Ich steige aus mit Helfen aus, ich habe keinen Grund mehr, noch länger dabei zu bleiben. Ich sehe mich mal um, ob ich was finde, was ich mal tun will, yeah. Irgendwann. Klingt nach einem guten Plan. Jagami! Wo ist Ghost? Ich meine, Dan. Er wollte mit Neven verlassen. Aber in den Keen Gang wollte er sich auch nicht anschließen. Okay. Hey. Wo ist So? Es gab ein riesen Drama und da war niemand zu finden. Oh. Keine Ahnung, ich kann der Tag nicht erreichen. Angeblich ist es eine Familienangelegenheit. Mm. Eine Familienangelegenheit? Hey. Übrigens warten deine Freunde auf dich, siehst du? Ah. Was? Ha? Huh? Hey, was soll denn das Ganze? Yagamichi! Hey. Was ist hier los? Was wollt ihr alle hier? I'll show you. Der ist von Bakun Rairo, der den Ranger Angels und der Ghost Gruppe noch übrig. Ohne ihr Anführer wussten sie nicht, wohin mit sich. Und jetzt wollen sie dir folgen, Yagami-san. Was, mir? Yagasama, wie wär's mit einem Picknick an der Stecke oder Tee und mehr nach dem Snack? Yagami, ich bin's, Coconut. Ich bin zu allem bereit. Wir werden dir folgen, Ghost-san hat es uns sogar erlaubt. Ja, alle? Yagamichi! Wir sind die Yagami-Gruppe! Ja, Mann! Das ist gar nicht gut. Ich dachte, sie lassen die Gangs hinter sich. Warum müssen sie ausgerechnet jetzt zurückkommen? Du bist berühmt, Yagami! Yagami-san! Ich glaube, das geht in Ordnung, Yagami-san. Aber je mehr von den Übeltieren sie unterstützen, desto stärker ist der Einfluss. Das ist immer sehr am Ende zu erreichen versuchen. Es geht leichter, wenn sie dafür ihren Einfluss nutzen können. Das sind all das ihre Anhänger. Wir werden bei jeder ihrer Entscheidung hinter ihnen stehen. Ah. Ja, aber trotzdem. Leute, wir sind die neue Yagami-Gruppe. Los, fahren wir durch die Nacht. Ja! Na schön. Ich bin dabei. Nur vor heute Abend. Ride or die! Ich werde schon dafür sorgen, dass ihr alle auf dem richtigen Fall tun wollt. Driftarm im Motorrad. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir ja weiter. Wir haben die Ghost Gang besiegt, Leute. Dann, warte gar nicht, wie lange warten wir denn? 75%, okay. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen mit dabei sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Bye, bis dann. Ciao. Tschüssi, bis dann. Ciao.